Hui. Und mit der Wissenschaftlerin, die immer noch im Boot sitzt, gehen wir mal nach oben, denn da war ja noch so eine Kreuz. Okay. Oh, ich hoffe, kein Schach. Ich kann kein Schach. Bla, Stefan, rede zu Ende. Nein! Ups, nein, das will ich gar nicht. Gut. Nein! Will das Square-Roll-Error haben. Mann, das Spiel ist scheiße, wenn man das nicht mit Maus spielt. Teilweise. So, sterben wir? Nein. Gut. Irgendwas müssen wir also mit diesen Röhren anfangen noch. Oh, da hinten ist ein sehr, 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 sehr brodelnder Vulkan, der sehr, 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 sehr laut ist. Piratenflagge? Was? Da war doch vorhin noch einer, ne? Was? Nein! Was ist das denn alles? Moment, was war das? Kann ich darauf landen? Nein. Ritter, du hast nichts in der Hand. Du gehst mal zurück und guckst mal, ob da noch eine andere Piratenflagge war. Und was passiert, wenn man alle drei oder alle zwei gleichzeitig betätigt? Wir haben jetzt vermutlich keine drei hier. Hoffe ich jedenfalls. Da. Vielleicht noch weiter unten nochmal gucken. Nope. Oder war das? Ich guck lieber doch nochmal nach. Okay, da ist keine. Die kann man betätigen. Ja, scheiße, ist hier noch eine? Okay. Ich habe so irgendwie die Vermutung, dass wir ja, die Höhle unten fluten müssen und dann mit dem Boot dadurch, was natürlich eine Herausforderung wird. Aber ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Vor allem, was bringen mir diese blöden Piratenflaggen? Hier muss natürlich genau das andere. Heiliger. Da muss der Ritter hin. Ah, wieder so viel. Erstmal orientieren hier. Oh, naja, praktisch. Ich habe auch ein Glück. Unerschöpfliches Militärbudget. Ah, oh. Ich verstehe. Sie hat. Ne, ihr versteht auch. Sie hat, sehr viel Geld vom Militär geboten bekommen, anscheinend. Ach, da oben. Ja, Mensch. Gut, das müssen wir dann irgendwie fixen. Und das müssen wir irgendwie abpumpen oder wie auch immer. Wie, die kommt ja nicht raus. Ernsthaft? Okay. So, da waren ja aber noch mehr Wege, das ist ja nicht das Problem. Hier rechts geht. Ah, da muss das rein. Ah, und da ist das zweite Rittersymbol. L-förmiges. Ich will runter, danke. Ach, das geht mit allen Charakteren. Wer wird uns retten? Sag mir doch, dass es mit allen Charakteren geht, das ist ja fast langweilig.
Naja, gut. Ich will das L-förmige Teil. Wo auch immer es hingehört. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich finde die Trommelmusik gerade ganz toll. So, dann gehen wir mal nach links. Ah, hier sind wir jetzt. Warum wir da nicht drüber springen durften, weiß ich jetzt auch nicht, aber auch egal. Nochmal nach links. Rechts war die Lava. Ah. Okay. Vermutlich, weil die anderen oben und so, ne? Ihr wisst. So, das ist Sprengstoff. Erkennbar an diesem wunderbaren Sprengstoffsymbol. Wie kriegen wir es angezündet? Das ist jetzt die andere Frage, die sich mir stellt. Weil da muss es auf jeden Fall hin. Das Wasser muss irgendwie ablaufen. Gut, hier ist Lava, aber... Ach, das ist auch gar kein Rittersymbol, sondern ein Ankh. Oder ein Ankh, oder wie auch immer. Also ist es uns eh egal. Warum hier manchmal... Also es ist jetzt das zweite Ankh-Symbol. Und wir haben gar kein Ankh. Und das verstehe ich so ein bisschen nicht, warum manchmal dann doch auch andere Symbole mit drin sind. So, der... Das ist natürlich der, der nichts hat, ist ja klar. So, der... Beziehungsweise die haben natürlich aber das Rohr, was wir direkt am Anfang brauchten. Sterb nicht, danke. So, und zwar hier. Oh. 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 Okay. So, dann versuche ich nochmal mit der Wissenschaftlerin. Also jetzt fehlt nur noch das Symbol für die Kinder und für die Wissenschaftlerin fehlt auch noch eins. Und dann hätten wir es. Ups, hallo. So, vielleicht... Ah, okay, hier muss es hin, natürlich. So. Das heißt, wir können irgendwie so einen Heißluftballon starten. Und hier Wasser reinlassen. Natürlich. Klingt doch logisch, oder? Kann ich jetzt das Boot da reinziehen? Anscheinend geht das sogar. Nein, back nicht rum, back nicht rum, back nicht rum. So. Sollen wir ja an die andere Seite bringen, ne? Dann wäre das für mich der... Was? Warum bist du gestorben? Egal. Wäre das für mich jetzt der logischste Weg irgendwie, wenn ich das so mache? So, den Ritter lasse ich jetzt mal in den... Heiß... Stopp. Was bringt mir eigentlich dieses Querrohr? Vermutlich musste ich da das einsetzen, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Den lasse ich jetzt mal hier einsteigen. Hä? Die waren doch vorhin da oben, dass ich das Ventil aufmachen kann. Wie sind denn die da hingekommen? Okay, egal. So, und dann lasse ich den ansteigen. Was auch immer ich darüber bringen muss. Wobei, wenn hier schon Wasser ist und Rohre, oh, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will.
Gut, aus irgendeinem Grund liegt hier natürlich noch eine Schachtel Cornflakes und eine Dose Mais. Warum auch immer. Nehmen wir mal mit. Kann ja nie schaden. Damit wir aber hier wieder rüberkommen, müssen wir leider den Heißluftballon ausmachen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie das Fass hier zum Explodieren bringen. Damit wir den Hebel betätigen können. Was haben wir denn da so zur Auswahl, was wir... Wir haben nichts. Im Prinzip haben wir nichts. Hier ist auch gar nichts. Das hat nur das Boot anschwemmen lassen. Bringt gar nichts mehr. Das bringt auch gar nichts. Gut, dann müsste hier wahrscheinlich noch mehr Wasser rein oder so. Oder Wasser weg. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen das Boot, das Fass explodieren lassen. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, hier bin ich. Okay. Das einzige Heiße, was wir da haben, wäre das da unten. So, da komme ich aber nicht so leicht ran. Gut, eine Dose Mais wird mir da jetzt auch nicht helfen. Ich gehe nochmal nach oben, ob wir da irgendwas Lustiges drin haben. Bei dem alten Kauz, was uns helfen könnte. Give for a checkers board. Whoopee! I'm rescued. Rescued? Shut up. He's leaving his queen exposed. Naughty, naughty. But what do I know? I'm just a cave. Aber Hunde essen keine Cornflakes. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob man vielleicht irgendwie den Hund anlocken könnte, aber... Wie kriege ich denn die doofen Fässer zum Explodieren, hm? Den Hebel kann ich auch wirklich gar nicht benutzen. Mann, sind so dumm, Hebel unter Wasser zu drücken, echt, ey. Nein. Auch nicht irgendwie mit einem Tritt oder sowas. Da fehlt auf jeden Fall ein Knochen. Hundknochen. Ich weiß nicht, ist nur so eine Idee. Hundknochen, ne? Hund gleich Knochen, Knochen gleich Hund. Auch wenn es eigentlich nicht mehr so ganz stimmt, aber trotzdem, ein Versuch ist es wert, auch wenn der Laufweg natürlich jetzt wieder stunden ist.
As soon as you get that boat to the other side, after years on this blasted island, I can finally leave. Shut up. Ja? Whoopee! I'm rescued. Shut up. When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. And I'll join you for the big rescue. Big rescue. Shut up. Oh, er labert mir zu viel. Ja, der Hund reagiert auf den Knochen, aber mehr dann auch nicht. Ich denke, ich mache jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause. Ich muss mal... It was probably made up on the spot by some king who was about to lose, and now we've been stuck with this silly move for 500 years. Ja, bla, ich muss was trinken. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise vielleicht ist das noch, vielleicht schneide ich das zusammen, je nachdem wie lange ich jetzt da, bla und so. Bis dahin, tschüss!